Hey Leute und herzlich willkommen zu Allgäu Video. Ich hoffe, ihr könnt uns verstehen. Ich musste nämlich gerade, ich habe ein neues Handy und ich muss ausprobieren, ob man mein Mikrofon, also ob mein Mikrofon mit dem Handy funktioniert, weil es sich gerade irgendwie sehr schwer hat einstecken lassen. Wir sind gerade auf dem Weg in die Buchhandlung. Ja, wieder mal. Carrie ist gleich, also nimmt gleich schon den Zug nach Hause. Das heißt, wir haben gar nicht mehr viel Zeit und wir sind doch das erste Mal, Alter, wie kann das sein, dass wir das erste Mal in die Buchhandlung gehen, seitdem du hier bist. Sie ist ganz spontan am Montag gekommen, also wirklich so 13 Uhr. Ich glaube, ich möchte mein Land verlassen. Ich so, komm hierher. Ja, abends war sie hier. Ich hatte eine Stunde, um zu duschen und zu packen. Und dann war sie hier. Und ja, jetzt gehen wir halt eben in die Buchhandlung kurz und treffen da auch noch die Sarah. Mit der habe ich ja früher auch mal ein paar Videos schon gemacht. Die kennen wahrscheinlich auch einige. Und ja, ich dachte, wir schauen mal, ob was draus wird. Ich habe noch keine Ahnung, ob wir was kaufen. Wenn wir was kaufen, ich filme einfach mal ein bisschen mit. Wie qualitativ hochwertig das wird, kann ich euch nicht sagen. Aber no risk, no fun. Ja. Ihr habt es euch gewünscht. So, wir stehen jetzt vor der Buchhandlung. Carrie trinkt mal was. Ich weiß, ich filme genau die Dinge, für die ihr hier seid. Auf jeden Fall. Falls ihr euch auch so ein bisschen fürs Schreiben, für meinen Schreiballtag interessiert, ich habe beschlossen, im August ein bisschen auf TikTok zu vloggen, so Mini-Vlogs hochzuladen. Das heißt, schaut gerne mal vorbei, falls es euch interessiert. Ich weiß nicht, was rauskommt. Ich muss mal schauen, ob ich mich da einfinde. Bis jetzt macht mir TikTok auf jeden Fall Spaß, hätte ich nicht gedacht. Ich hatte zu viele Vorurteile, aber wenn man sich einmal ein bisschen auf der Plattform bewegt hat, dann ja, kann es echt Spaß machen. Muss ich zugeben. Könnt ihr aber auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr TikTok habt. So, wir warten jetzt noch auf die Sarah. Richtig? Ja. Und dann gehen wir rein. Ich hatte mein Internet nicht angeschaltet, muss doch mal richtig ziehen. Aber ist gut, wir warten vor der Maische. Maiersche. Maiersche. Übrigens eine Service-Information für euch. Und zwar wird die Maiersche hier am Neumarkt in Köln umgebaut. Stimmt. Ja, die wird umgebaut und zwar wird die zu Thalia. Also Maiersche und Thalia gehören ja eh zusammen. Aber die wird dann auch Thalia heißen. Da wird irgendwie auf jeden Fall eine große Menge Asche reingesteckt. Ist sie zu dann eine Weile? Ich denke, sie wird auch zu sein, aber da habe ich noch nichts gefunden. Auf jeden Fall nicht okay. Wird das dann halt echt groß. Ich bin mal gespannt. Ist schon so groß. Ja, aber ich denke, ich glaube, die wollen da 4 Millionen Euro reinstecken oder so. Okay, das ist viel. Die soll einfach nicht schließen, weil ich dich besuche. Wo drehen wir die Videos? Das ist echt so. Ich will auch nicht, dass die schließen. Naja, mal sehen. Das Buch habe ich übrigens als Hörbuch angefangen. Ich muss es noch weiter hören. Ich habe es auf Englisch zu Hause. Ich möchte erst den Anfang auf Deutsch als Hörbuch hören, damit ich reinkomme in die Geschichte und dann kann ich mich immer motivieren, auf Englisch weiterzulesen, weil ich dann wissen will, wie die Geschichte weitergeht. Das ist so mein Tipp an Leute, die auch sich vielleicht motivieren können, Englisch zu lesen, es aber eigentlich häufiger tun wollen. Und das habe ich auch noch zu Hause. Den ersten Teil habe ich ja letztens gelesen. Fand ich auch echt gut. Bin jetzt voll gespannt auf das neue Buch. Und das habe ich auch dieses Jahr schon gelesen. Beziehungsweise, nee, ich habe es als Hörbuch gehört, aber kann ich auch echt empfehlen. War super ehrlicher, schonungsloser Bericht. Fand ich ganz toll. So, Carrie hat jetzt beschlossen, dass sie ihre Mutter einfach anrufen muss, um zu fragen, ob sie Nebelschimmer den ersten Teil mit Farbschnitt hat. Weil wenn sie den mit Farbschnitt hat... Das steht halt immer so im Regal und ist wahrscheinlich etwa so, nur der Abstand nur so groß. Mhm. Und deshalb sehe ich das nicht. Ich meine ja. Ich finde es... Und wenn du jetzt nicht mit Farbschnitt hast, dann willst du das Buch auch erst mit Farbschnitt. Hi Mami, bist du gerade am Schaffen? Kurze Frage, ich habe das eine Buch, wo ich nicht weiß, ob der Buchschnitt, also den du mir zeitig siehst, ob das farbig ist. Und beim zweiten Teil geht es jetzt einfach nur direkt mit Farbschnitt. Und jetzt sind wir gerade in der Buchhandlung und ich will mir überlegen, ob ich das kaufen soll. Aber verstehst du, wenn es die erste farbig ist, braucht es heute auch. Und sonst will ich es ohne. Verstehst du? Ja. Das ist so witzig, nicht? Man versteht das nur, wenn man weiß, was sie sagt. Aber sonst... ich finde schon, dass man das versteht, aber es klingelt ein bisschen. Ich bin nicht so beobachtet. Ich glaube ja. Woran das wohl liegt? Okay, die war um Viertel nach elf zuletzt online gestern Abend. Das heißt, sie hat wahrscheinlich heute keine Frühschicht. Dann ist die aber ich meine, du hättest es auch gekauft als Farbschnittbuch. Ich glaube. So, Carrie, was ist dein Plan? Wenn das andere keinen farbigen Buchschnitt hat, mache ich das weg hier mit Schleifpapier. Die müssen gleich aussehen. So, Auris habe ich mir letztens auch gekauft, muss aber sagen, dass ich es ein bisschen blöd finde, dass die so selten erscheinen.
Ich komme einfach nicht. Wahrscheinlich hast du jetzt voll die Spoiler-Seite geöffnet. Oh nein, besser nicht. Nein, ich glaube nur am Anfang. Naja, auf jeden Fall, ich finde es ein bisschen zu selten. Ich finde die Bücher unheimlich gut, aber ich vergesse einfach zu viel. Das ist für mich nicht gut. Ich muss deswegen jetzt warten, bis der letzte Teil erscheint und ich werde den vierten erst lesen, wenn ich den fünften direkt danach lesen kann. Weil mein Gedächtnis ist zu schlecht. Es liegt vielleicht auch einfach an mir. Dieses Buch hier, das habe ich mich so riesig gefreut. Das habe ich in der Buchhandlung dann sogar gesucht, am Erscheinungstag in mehreren. Aber da war es leider noch nicht da. Die hatten das erst einen Tag später oder so bekommen. Und ja, jetzt habe ich es mittlerweile auch zu Hause. Ich habe es leider noch nicht gelesen, aber ich freue mich da richtig drauf. Es klingt super, super gut. Vier Freundinnen, die immer sagen, dass sie alle 5 Jahre sich aus ihrer Partnerschaft lösen, damit sie halt nicht abhängig werden. Und ja, jetzt stehen sie halt wieder vor diesem 5-Jahres-Schluss machen, aber die Protagonistin weiß gar nicht, ob sie das noch wirklich so will. Und ich finde, es klingt irgendwie nach einem spannenden Thema. So, normalerweise würde ich mir jetzt den zweiten Teil hier mitnehmen, aber ich habe ihn bei Graf signiert bestellt und warte noch darauf, dass es ankommt. Deswegen kann ich es jetzt nicht kaufen, weil dann hätte ich es doppelt. Aber den habe ich letztens gelesen, das Buch, und da freue ich mich schon auf Band 2. Ah, und genauso ist auch mit dem hier. Das habe ich auch bestellt, aber es ist auch noch nicht angekommen. Die Deutsche Post ist halt manchmal einfach ein bisschen langsamer als bis ich in der Buchhandlung bin. Es glitzert schön. Hast du geguckt bei Goodreads oder bei... Das ist so krass, auf Amazon steht auch nicht, ob das der erste oder der zweite Teil ist. Wisst ihr, was ich... warte mal. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Wenn ich einen Live-Hold drehe, dann gehe ich immer zu den Büchern, die ich entweder schon zu Hause habe oder die ich auf meinem Sub habe und zeige die und sage, das habe ich zu Hause stehen, das auch und das auch und das auch, anstatt die Bücher zu zeigen, die ich wirklich kaufen möchte. Und das nicht und das auch nicht. Aber das habe ich. Und das habe ich auf Englisch und das habe ich auch auf Englisch. Und das habe ich auf Englisch auch. Wir können warten, bis ich mein YouTube-Video online gestellt habe. Kann irgendjemand von euch sagen, ob es der erste oder der zweite Band ist? Es gibt nur noch eins, ich brauche das jetzt, sonst ist das weg. Ach so. Alter, meine Mutter denkt, ich habe... Das steht hier nirgendwo drauf. Aber guck mal, der zweite Teil heißt The Dragon's Promise. Das ist doch dann... Oder hat das irgendwas damit zu tun? Das sieht so ähnlich aus vom Cover her, oder? Ist das die englische Ausgabe von dem die 6 Kraniche? Ja. Ich denke mal, oder? 6 Crimson Cranes? Ja. Würde ich sagen. Und da steht auch nicht drauf, ob das das erste oder das zweite ist. Guck mal, hier hat wieder jemand mit Amazon Einstellungen bewertet wegen Damage. Ich sag's euch, wenn das bei meinem Buch häufig kommt, ne? Ihr könnt schreiben, dass ihr es scheiße findet. Aber bitte schreibt nicht sowas. Ich möchte keine Einstellungen. Kann halt for real nur Amazon oder der Paketdienstleister was dafür. Den könnte man schlecht bewerten. Ja, aber das kann man ja werden. Geht das? Kann man dir keine Ahnung. Mich beschleicht so ein Gefühl, dass ich das in jedem Live-Hall sage, wenn ich in der Thriller-Abteilung bin, aber ich werde es nicht müde zu sagen. Falls ihr irgendwelche spannenden Thriller empfehlen könnt, schreibt es mir unheimlich gerne in die Kommentare. Also ich suche eigentlich immer Bücher, die richtig, 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 richtig spannend sind. Ich mag keinen Horror, das ist ganz wichtig dazu zu sagen. Ich glaube, viele verwechseln Thriller und Horror. Also so nichts mit Fantasy-Gedöns, sondern halt wirklich nur dieses Psycho-Spannend, das ist... Genau meins. Ist leider auf Bookstagram und Booktube, finde ich, nicht so viel vertreten. Deswegen brauche ich euch immer wieder. Also haut mal bitte in die Tasten, falls ihr eine Empfehlung habt. Was ist das? Das ist der Schuber von der Safe. Aber warum hat jemand den aufgerissen? Weil es immer unintelligente Menschen gibt. Vielleicht ist es runtergefallen oder so. Ja, das kann natürlich sein. Oder irgendwie hat es unvorsichtig eingeräumt. Ne? Mhm. Deswegen verleihe ich keine Bücher, weil Menschen nur böse mit den Sachen umgehen. Ich verleihe das an Leute, denen ich vertraue. Ja, die würde ich verleihen. Du schneidest noch irgendwelche Ecken. Okay, Leute, wir schneiden jetzt diese blaue Ravensburger Ecke hier raus. Wir? Nein, nein, nein. Zieh mich da ja nicht rein. Ich schneide hier nicht Buch auseinander. Nichts zu verlieren. Weißt du was? Hä? Du wirst das niemals lesen. Niemals. Du wirst es aussortieren, weil dich das nachher stört. Nein. Das sieht so scheiße aus. Hä, sieht voll gut aus. Ja, aber man sieht das mega, dass da was weg ist.
Ruhe im Karton. Weißt du? Jetzt stört mich auch. Können wir es wieder anlesen? Wenn meine Mutter Bücher von mir liest, aber meine Mutter leiht sich auch deshalb bei mir keiner, also nur aus, sie sagt immer vorher, wenn sie sich das ausleiht, ob das okay ist, so. Weil meine Mutter, die kann kein Buch lesen, ohne dass es danach aussieht, als hätte das, da wäre eine Horde Fußballspieler drüber gelaufen. Hier ärgere ich mich so, ne? Als die Bücher rauskamen, habe ich mich damals so darauf gefreut und ich habe die einfach immer noch nicht gelesen. Und ich verstehe das nicht, wieso ich das nicht geschafft habe bisher. Ja, ich muss die auch noch lesen. Aber ich habe mich da so drauf gefreut. Das war wirklich so etwas, worauf ich mich letztes Jahr so richtig gefreut habe. Ja, same. Ich habe die auch nicht gelesen. Aber du hast die auch zu Hause, ne? Ja, nur die ersten zwei. Ich auch. Und das hier lese ich gerade unter anderem, beziehungsweise ich höre das als Hörbuch, das hat Hannah nämlich gelesen, als Hörbuch. Und das höre ich mir gerade an und ich finde es immer voll lustig, weil ich mir dann quasi, es ist so, wie, als würde ich mir eine lange Sprachnachricht von ihr anhören. Oh cool, das ist voll schön. Als würde sie es mir vorlesen. Nur für dich. Ja. Ah, ich wollte mir den zweiten Teil von Lily Lucas kaufen. Welcher ist denn der zweite Teil? Weil den dritten habe ich jetzt signiert bestellt und den ersten lese ich gerade und den finde ich auch echt das gut. Ist das der erste? Das ist der erste, New Beginnings. Das ist das eine. Und das andere. Das ist wirklich halt so eine richtig schöne Geschichte. Also bis jetzt zumindest. Ich habe ungefähr die Hälfte, würde ich sagen, gelesen. Und es ist wirklich so mit total viel Humor und Leichtigkeit. Und ich weiß nicht, ich habe es richtig gerne. Darf ich mal? Mhm. Naja, auf jeden Fall habe ich, ich glaube, es ist New Dreams, nicht der, den ich bestellt habe. Ach ja, genau, hier liegt die Freundin des Protagonisten im Koma. Das habe ich auf TikTok häufiger gesehen. Das finde ich ist auch ein Konflikt, den ich ganz schlimm finde, der mich so heftig quälen würde. Oder? Das ist Band 2. In einem Band hier von, ich weiß nicht, New Chances, in einem Band möchte er nämlich Astronaut werden. Oh, das kann Luca lesen. Nämlich, da habe ich auch noch an Luca gedacht. Ja. Weil ich habe letztens mal immer zu Luca gesagt, ich würde ein Buch über Raketen schreiben. Über Raketen oder über Raketen? Ich würde ein Buch über das Weltall schreiben. Aber mit seinem Wissen. Und dann meinte er so, das würde niemand lesen wollen, weil das so uninteressant wäre. Ich würde es lesen. Ich würde es aus Anstand lesen. Aber es würde halt, glaube ich, so viel so Fachwissen und sowas, weil Luca interessiert sich halt dann richtig für Detail. Der möchte dann sowas wie bei der Masiana. Der ist dann dein fachlicher Berater. Ja, was kann ich denn in einem Romance-Buch? Der interessiert ja niemanden. So ein Schub mit technischen Details. Okay, also das ist Band 2, den nehme ich mit. Und hier ist der Konflikt. Ach genau, hier geht es um Izzy. Das ist eine, die auch im ersten Band schon vorkam. Toni? Ja, so heiße ich. Davon keine Charakterkarte, kann das sein? Ich habe alle deine Charakterkarten. Ja, die habe ich nicht. War nicht hier dieses richtig schöne mit der Pflanze? Ja. Weißt du, ich habe leider. Oh mein Gott, das ist eine Pflanze drauf. Ich habe leider bei What If We Trust den Teil aus in der zweiten Auflage erst gekauft. Auf das Buch freue ich mich auch schon voll. Das habe ich auch bei Graf vorbestellt. Auch. Ich habe letztens so eine große Bestellung gemacht. Welches Buch sollte man auch noch bei Graf vorbestellen? Ja, welches wohl? Schreibt mal in die Kommentare. Ich hoffe, sie erraten das. Ich habe es sogar in meiner Tasche. Du könntest das ins Regal stellen und so tun, als wäre es schon in der Buchhandlung. Da kommen hier hunderte Leute hin. Ich habe Angst, wenn ich es raushole, dass es aussieht, als würde ich was klauen. Das gehört dir schon. Mein Buch ist noch gar nicht in der Buchhandlung. Ich habe das aus Spaß bei Rebuy eingescannt, wenn ich es jetzt verkaufen würde. Ich würde einfach nur noch 6 Euro würde ich kriegen. Wenn ich das jetzt verkaufe, dann ist das Buch noch nicht mal erschienen. Das ist so frech. Ich habe mich gedemütigt gefühlt. Aus Ehre und Anstand muss ich das Buch hier zeigen, von Maike. Einfach das nur. Das Cover finde ich auch eigentlich ganz, wirklich richtig schön mittlerweile. Anfangs fand ich es okay, aber je öfter ich das sehe, desto schöner finde ich es. Das von Maike? Also wirklich schön. Das von Maike? Ja. Und du weißt? Du weißt? Ich mag keine Cover. Ich wirklich, keine Cover. Habe an vielen Covern was auszusetzen. Die Carrie ist sehr speziell. Zum Beispiel an dem. Ja, ich beginne gar nicht erst. Nein, das kann ich zeigen. Das sind englische, amerikanische Autoren, die wird das eh nicht sehen. Oder englische? Ist die Britin oder Amerikanerin? Keine Ahnung. Nee, aber. Okay, sie ist. Nicht Deutsche. Warte. London. Also Britin. Ja, ich glaube nicht, dass. Die Amerikaner sind Brüder, ne? Das finde ich halt schön. Das ist sowas, wo ich nicht mehr sagen kann, finde ich das Cover schön oder mag ich das Buch so sehr? Wie wenn man einen Menschen kennenlernt und der Charakter ist so gut. Was dann ist der Metapher? Mensch auch irgendwie schön. Das habe ich tatsächlich nicht bei dir zum Beispiel. Mein Charakter ist auch scheiße. Mein Charakter? Charakterlich mag ich dich, aber wenn ich dich angucke, bin ich einfach immer noch nichts schön. Kennt ihr diesen TikTok-Sound, wo die so sagt, die eine so der Charakter zählt in so einer richtig hässlichen Stimme? Ja. Leute, wo wir jetzt hier stehen, ich habe mal eine Frage. Was schätzt ihr, wie lange ein Buch, also ein durchschnittliches Buch, quasi die Dauer ist, die es präsent ist.
bis es quasi tot ist, mehr oder weniger. Also bis es quasi nicht mehr so richtig gekauft wird. Wie präsent? Unterschiedlich. Also die ja, aber was ist so eine Durchschnittszeit? Boah, nicht so lang, keine Ahnung. Drei Monate? Alter. Also im Durchschnitt kannst du halt sagen, dass sich ein Buch einen Monat lang im Mittelpunkt der Buchhandlung quasi befindet, weil das halt dann eine Neuerscheinung ist und auch in der Zeit am meisten gekauft wird, durchschnittlich. Natürlich spielen andere Faktoren auch eine Rolle, aber ganz so durchschnittlich gesprochen ist es so. Und dann hängt es einfach davon ab, wie es halt von Monat zu Monat verkauft wird. Wenn du halt jetzt da zwei Monate liegst und du verkaufst halt kein Buch, dann nimmst du quasi Fläche weg, die du halt mit einem Buch auch besetzen könntest, das sich verkauft. Von daher hängt es eben einfach wirklich wirtschaftlich davon ab, ob sich das für den Laden lohnt. Meistens ist es eben so, dass man so alle paar Monate remittiert, heißt aussortiert, welche Titel eben nicht laufen, die kommen dann raus. Genau, wenn du dann halt bis dahin nicht gut gelaufen bist, dann fliegst du weg. Wenn du jetzt total gut gelaufen bist, bist du ein Jahr später immer noch da. Also alles ist möglich, aber durchschnittlich, Peakzeit ist ein Monat und dann eben meistens so ein Jahr, bis das Buch dann auch tatsächlich so diese ganze Schleife durchlaufen hat. Wenn du einfach überlegst, danach ist dein Buch weg vom Fenster. So, danach sind wir noch bei den Jugend-Fantasy-Büchern gewesen und haben da ein bisschen durchgeguckt. Crave und Crush habe ich immer noch auf meinem Sub liegen, beide. Ich wollte eigentlich zumindest eins diesen Sommer noch lesen. Ich habe es einfach nicht geschafft, das ist so blöd. Ihr könnt mich gerne mal motivieren. Ich weiß, einige haben gesagt, die Geschichte ist so ein bisschen cringe, aber ich habe da Lust drauf, lasst es mich bitte lesen. Fantasy, ich bin total gerne bei den Fantasy-Büchern, das fällt mir immer wieder auf. Ich glaube, das liegt daran, dass die Cover so schön sind und die Geschichten so vielfältig. Denn obwohl ich es halt wirklich selten lese, gehe ich jedes Mal in die Abteilung. Und das mache ich zum Beispiel bei historischen Büchern nicht. Das mache ich echt nur bei Fantasy, glaube ich. Dann waren wir auch noch bei den Jugendbüchern, haben so ein bisschen durchgeguckt. Ich finde es immer wieder interessant zu sehen, welche Bücher in der Jugendbuchabteilung liegen, die eigentlich überhaupt gar nicht dahin gehören. Zum Beispiel hier Zurück ins Leben geliebt. Also die ganzen Pauline Hoover Bücher, also die meisten zumindest, haben da eigentlich nichts zu suchen. Das ist ein bisschen schade. Und dann sind wir noch eine Etage nach oben gegangen. Da sind die Sachbücher und da gucken wir zumindest einmal so durch. Ich habe zwar jetzt auch kein Sachbuch mehr gekauft. Ich lese auch momentan viel weniger Sachbücher, aber ich gehe da meistens trotzdem einmal vorbei, um zu schauen, ob es was Neues gibt. Und dann haben wir am Ende jeder ein Buch gekauft. Ich finde, das ist eine vernünftige Ausbeute. Ein Buch, das ist gut dosiert. Ich habe den zweiten Teil der Green Valley-Reihe gekauft. Carrie dann Nebelschimmer mit Farbschnitt. Ihre Mutter hat nämlich noch rückgemeldet, dass sie den ersten mit Farbschnitt hat. Und Sarah dann die sieben Kraniche, heißt das so? Die englische Ausgabe, genau. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Carrie geht!